Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinen Oktoberfavoriten. Und auch diesen Monat habe ich ein paar coole Sachen für euch, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Das erste, was ich zeigen möchte, ist auch zum Thema Haare. Und zwar wurde ich sehr, sehr oft gefragt in letzter Zeit, woher dieser Rosé-Stich kommt, den ich in meinen Haaren habe, wie ich das hinbekomme und woher ich das habe und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige es euch, auch wenn es leider wenig Sinn bringt, denn das Produkt, was ich hier habe, wie ihr wahrscheinlich schon seht, ist es kein Deutsch. Das ist ein Toning. Nennt man das so auch bei den Haaren? Auf jeden Fall ist hier drin dickflüssiger, rosiger, lilaner. Ja, ziemlich lila. Diese Farbe drin und sie macht eben diesen Ton, was ich hier habe. Das muss man natürlich verdünnen und auch aufpassen, weil es wird einfach super schnell richtig krass rosa-lila. Und ja, das ist nicht gedacht, um einen Gelbstich oder irgendwas rauszubekommen, sondern es ist wirklich Farbe. Und das hat meine Mama aus Kasachstan mitgebracht, schon vor einigen Jahren sogar. Ich habe 4 verschiedene Tuben mit 4 unterschiedlichen Farben, aber alle so in Richtung Perlmutt-Rosé. Und ja, ich werde auf jeden Fall lange was davon haben. Ich weiß allerdings wirklich nicht, wo man das herbekommt. Ich muss mal vielleicht auf Amazon ein bisschen rumstöbern. Vielleicht gibt es was Ähnliches. Falls jemand von euch sowas auch kennt oder hat, dann bitte, bitte schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und helft auch den anderen Mädels, die so auf der Suche sind. Denn das ist wirklich sehr, sehr cool. Wirklich. Und weil es eben so krass hochkonzentriert ist, habe ich das hier verdünnt. In meinem Fläschchen, wo ich vorher meine Keratinpflege drin hatte. Das war nämlich leer und dann habe ich gedacht, oh ja, dann mache ich das hier drin. Es ist einfach so viel Wasser und so viel von diesem Zeug, wenn überhaupt. Das ist wirklich super stark. Das habe ich hier vermischt, verdünnt und jetzt immer, wenn ich fertig bin mit meinen Haaren, wenn meine Haare gewaschen sind, wenn sie handtuchtrocken sind, dann sprühe ich mir das drauf und fertig. Also ich wasche das nicht nochmal aus oder irgendwas. Und da war noch ein bisschen Pflege drin. Originalprodukt war noch ein bisschen drin und deswegen pflegt das auch noch ein bisschen und ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob man jetzt was sieht. Auf jeden Fall habe ich mir heute auch ein bisschen was drauf gesprüht und ja, ich finde das super schön, auch wenn sich leider nicht gleichmäßig auf alle Partien meine Haare legt. Manchmal sieht es komisch aus, aber manchmal sieht es richtig cool aus. Ich versuche immer von dem richtigen Winkel zu sitzen oder mich zeigen zu lassen, wo es cool aussieht. Und auf jeden Fall immer, wenn meine Haare so leicht rosé sind oder so, dann ist es immer davon. Ja? Ich hoffe, wir können uns gemeinsam irgendwie da helfen. Okay, was noch mein Favorit ist vom Oktober? Auf jeden Fall diese Gentle Deep Cleansing Foam von Bare Minerals. Das ist ein Cleanser, mit dem ich mich abschminke, mein Gesicht. Das gefällt mir richtig gut. Das habe ich euch gezeigt. Hier kommen jetzt einige Produkte, die ich euch in einem Haul gezeigt habe. Ja, es riecht sehr angenehm, schön natürlich. Hier sind Meersalz, Blumenextrakte und was auch mit Rose sogar. Obwohl, muss ich sagen, Rose habe ich jetzt nicht so rausgerochen, weil Rose ist eigentlich nicht so mein Fall. Ja, es ist wirklich super toll. Ich habe noch Gott sei Dank was davon. Das ist auch eine ziemlich große Tube. Es ist sehr, sehr, sehr angenehm, sehr zart und sanft auf der Haut und macht sogar Spaß, sich damit abzuschminken. Man braucht nicht viel und es lässt sich super schön auf dem Gesicht verteilen, also ist wirklich ein reiner Genuss. Gefällt mir sehr, sehr gut, schminke ich mich sehr gerne mit ab. Dann, weil ich noch gesagt habe, Sachen aus meinem letzten Haul, und zwar Pinsel. Da habt ihr mich auch darum gebeten, dass ich euch ein Feedback dazu da lasse, weil ich natürlich verstehen kann, dass man nicht immer viel Geld für Pinsel ausgeben möchte, auch wenn man sich gerade so auch unsicher da fühlt, ob man damit klarkommt, wenn man probieren möchte und so. Und es gibt natürlich super viel Auswahl und kann ich verstehen, dass man ein bisschen aufgeschmissen ist manchmal. Also, mein erstes Feedback zu den BH Cosmetics Pinseln. Ich habe jetzt nicht alle hier, aber ihr könnt ja gerne in meinem Video schauen. Ich werde es bei diesem i hier in der Ecke, werde ich auf jeden Fall verlinken, könnte ich den Haul mal anschauen. Da ist ein ganzes Set mit ganz vielen Pinseln drin, auch Augenpinseln. Und ich habe bisher probiert, diese größeren Gesichtspinsel vor allem. Also die beiden fand ich wirklich sehr, sehr gut. Es gibt aber noch einen Pinsel, den ich für meine Foundation benutzt habe. Und den finde ich so furchtbar. Oh mein Gott. Mir ist ungefähr jedes Mal, ich habe den eine Woche lang benutzt, jeden Morgen zum Make-up auftragen. Und mir sind jedes Mal so viele Härchen rausgefallen. Ich hatte überall ein schwarzes Haar und hat mich so genervt. Ich weiß nicht, vielleicht, weil er noch neu ist, vielleicht legt sich das
legt sich das Problem auch wieder. Ich habe keine Ahnung, aber ja, der eine war doof, die anderen sind alle super. Kostet auch nur um 30 Euro rum und da sind wirklich super viele Pinsel. 20 rum ungefähr, wenn nicht sogar mehr. Deswegen kann man schon riskieren, dass eins, zwei doofe dabei sind, aber sonst sind sie nicht schlecht. Und dann habe ich hier noch Pinsel auch benutzte, deswegen hier ein bisschen braun, tut mir leid. Von der Marke 6 Plus. Das hatte ich euch auch in dem Haul gezeigt. Die finde ich sehr, sehr gut. Also finde ich wunderbar. Da sind mir keine Härchen rausgefallen. Da sind Synthetikhaare, was sich super anbietet, zum Beispiel für Foundation. Jetzt vielleicht fliegt natürlich jetzt ein Haar raus. Bietet sich sehr gut an für Auftragen und Verteilen der Foundation. Zum Beispiel diesen Pinsel habe ich dazu verwendet. Das ist F03. Der ist optimal. Den fand ich richtig gut. Und ja, diesen Set, das hat auch 30 Euro gekostet, sind ein paar wenige Pinsel drin als bei BH Cosmetics, dem Set. Aber sind alle auf jeden Fall saugut. Empfehlenswert. Dann kommen wir zu der Nagelpflege. Und ich glaube, ich rede viel zu wenig darüber auf meinem Kanal. Und mir fällt so, so oft auf, dass viele Mädels sehr, sehr schöne Nägel haben, auch so Gelnägel oder Acryl, ja, gemachte Nägel, super schöne, aber es trotzdem leider nicht gut aussieht, weil die Nagelhaut super trocken ist. Und ich will keinen angreifen, ich will einfach nur einen kleinen Tipp geben, dass es insgesamt noch schöner und gepflegter aussieht und euch selber auch angenehmer ist, wenn ihr Nagelöl be benutzt. Das mache ich auch. Ich habe mir eine richtige Routine draus gemacht. Ich mache das jeden Tag. Entweder habe ich das auf meinem Tisch, wenn ich abends Fernsehen schaue, dann habe ich gleich parat, mache ich mir drauf. Zeige ich euch, wie ich das mache. Das habe ich jetzt von Trended Up, aber es gibt verschiedene Öle, spielt eigentlich gar keine Rolle, welches. Also ich drehe das auf. Dann mache ich mir 1, 2, 3, 4, 5 und dann verteile ich das mit meinem Daumen einmal nach oben, nach rechts und nach links. Und so schnell ist das verteilt und schon sehen eure Hände und eure Finger viel gepflegter aus, viel schöner und euch reißt nichts ein. Vor allem jetzt gerade um die Zeit, wo es echt kalt wird, muss man, denke ich, besonders Acht drauf geben und besonders pflegen. Weil sonst ist das nicht so schön. Und falls ihr denkt, das ist mir alles viel zu flüssig und viel zu glitschig und ölig, das gefällt mir gar nicht. Es gibt zum Beispiel auch von P2 solche Pinsel oder Stifte eigentlich viel mehr. Und mit denen kann man auch schön die Nagelhaut zurückdrücken zum Beispiel. Und es pflegt auch gleichzeitig. Also eins von beiden würde ich auf jeden Fall empfehlen, jetzt für Herbst und Winter, damit es schöner aussieht, gepflegter und auch angenehmer für euch selbst. Dann habe ich eine neue Wimperntusche entdeckt diesen Monat. Die habe ich schon länger rumliegen. Die habe ich mal von Bare Minerals zugeschickt bekommen. Und zwar ist das hier Lash Domination Voluminizing Mascara. Und erst habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe ja schon meine liebsten Mascaras. Und dann habe ich die ausprobiert. Und ich fand die richtig cool. Guck mal. Also so ein super interessantes Bürstchen, so spiralförmig, sehr groß auch. Und das hat wirklich alle Wimpern gefasst, hat die voll total gefächert und die sind total schön getrennt und die haben wirklich so nach oben hin gehalten den ganzen Tag. Ich habe auch zwei Schichten immer gemacht und das war wunderbar. Auch in Verbindung mit einer anderen vielleicht noch Wimperntusche war das sehr gut und ja. Fand ich sehr schön. Ein Nagellack, den ich auch empfehlen kann, jetzt für die Herbstzeit, der ist sehr schön. Und zwar ist es einer von Manhattan in der Nummer 57U. Und das ist ein super schöner, bäriger Ton. Ganz, ganz toll. Den habe ich getragen und wurde auch angesprochen. Und deswegen habe ich gedacht, den zeige ich euch mal. Und der trocknet wirklich schnell. Dann habe ich noch einen Lippenstift. Nur einen. Und sogar einen Oldie. Aber das ist ein Astor-Lippenstift und zwar in Matt in der Nummer 027 Elegant Nude. Und ich weiß, dass ich den auch nicht zum ersten Mal zeige, aber es ist eine wunderschöne Farbe für den Herbst. Ein super schöner Rosenholzton und lässt sich auch sehr einfach und geschmeidig auftragen. Und bleiben wir gerade bei der Pflege und bei den Lippen. Und zwar habe ich hier ein Blistex. Yay! Ihr wisst ja, meine allerliebste Pflege für meine Lippen ist Carmex. Das ist wirklich auch das Einzige, was mir hilft. Es gibt, ich habe so viele verschiedene, aber manchmal habe ich das Gefühl, macht das noch schlimmer oder macht mich abhängig oder so, ne? Irgendwie alles ist nicht so das Wahre. Aber eben von Carmex mit diesem gelben Deckel, was ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt habe, das ist mein absolutes Favorit mit diesem Blistex. Und ich war letztens beim Müller oder beim DM
und habe das gesehen und habe mir so gedacht, hey, das habe ich doch früher immer benutzt und das hat mir immer geholfen, war immer gut. Deswegen habe ich mir das wieder nachgekauft und das ist echt super toll. Also man kann sich hier was rausdrücken, so ein bisschen mit dem Finger abnehmen, dann verteile ich das immer mit meinen Fingern, mit den sauberen Händen natürlich. Und das ist sehr, sehr schön. Die Lippen trocknen jetzt bei mir erst recht aus. Ich habe auch im Sommer, ich habe rund um die Uhr trockene Lippen und jetzt eigentlich ist es am allerschlimmsten. Es ist echt so krass. Jeden Tag habe ich mega trockene Lippen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mich mal wieder sehr gefreut, das Video zu drehen, denn ich liebe Favoriten und so wie ich gemerkt habe, mögt ihr auch ganz gerne meine Monatsfavoriten oder ist ein Haar. Und für alle, die neu sind auf meinem Kanal, vielen Dank und herzlich willkommen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle ganz bald wieder. Bis dahin, ciao. Schönen Sonntag noch. Oh mein Gott, Leute, ich habe noch was vergessen. Das ist ja echt verrückt. Das darf nicht passieren. Ich habe mich so darauf gefreut, es euch zu zeigen. So, und zwar. Ich habe neue Hüte. Und falls ihr mein Lookbook, mein Herbst-Lookbook gesehen habt, dann habt ihr sie auch schon gesehen. Und ich liebe sie. Oh mein Gott, guckt mal, hier ist sogar eine Feder dran. Also, diesen Hut habe ich von Bailey of Hollywood. Und das ist ein Blixen. Das Geile ist und das Krasse an diesem Hut, erstens mal, man kann den tragen, egal wie. Ja? Entweder so oder man macht alles runter. Oder man macht zum Beispiel hinten hoch und vorne runter. Und ich trage sie am liebsten so, dass die ganze Stirn offen ist. Man kann es natürlich auch so mehr nach vorne tragen, aber irgendwie, weiß nicht, ist es so nicht mein Ding, wenn man das so auf dem Kopf ganz trägt. Ich weiß nicht, wer das mag, aber ich habe mir das total angewöhnt, als ich zum ersten Mal meinen Mann mit einem Hut gesehen habe. Das war noch bevor wir zusammen waren. Hat mir das so cool gefallen, dass er das eben so hinten getragen hat. Und seitdem habe ich mir das selber auch total angewöhnt. Und ja, dieser Hut ist richtig cool. Und falls ihr mein Lookbook nicht gesehen habt, werde ich das auch euch hier in dem i verlinken. Und der andere geile Hut, der ist auch so fancy, ist dieser hier. Auch mit so einer geilen Feder. Oh mein Gott, das sieht einfach so cool aus. Und das ist ein Hut von Faustmann. Das ist eine deutsche Marke. Und der ist ein bisschen lockerer. Und den trage ich auch ganz genau so wie den anderen. Auf dem Hinterkopf. Und auch der sieht super geil aus. Super geil. Jetzt für den Herbst. Das ist einfach so stylisch. Ich liebe Hüte. Das passt vielleicht jetzt nicht zu meinem diesem braven Outfit, falls ihr euch fragt, was für ein geiler Kragen. Beziehungsweise Hemd. Ist nur ein Kragen, habe ich von ASOS. Okay, alle Karten auf dem Tisch. Fand ich eine coole Idee, ne? Muss man nicht 10 Sachen übereinander, sondern nur Kragen. Ist ja auch mal ganz nice. Auf jeden Fall, diesen Hut habe ich von einem Hutladen in Wiesbaden. Falls ihr da so herkommt, Wiesbaden-Frankfurt, kennt ihr vielleicht den Hutladen Mühlenbeck. Und dort gibt es nur Hüte. Und ich muss sagen, da kriegt ihr wahrscheinlich die beste Beratung, was Hüte überhaupt angeht. Falls ihr euch einen anschaffen möchtet oder nicht genau wisst, welcher euch passt und euch nicht traut oder irgendwas. Jedem Mensch passt ein Hut, glaubt mir das. Ihr müsst nur den richtigen für euch finden. Und diese beiden habe ich, wie gesagt, von diesem Laden. Und ich würde euch sehr empfehlen, da hinzugehen und euch beraten zu lassen und auch sehr gerne liebe Grüße von mir da lassen. Ja, die haben aber auch einen Online-Shop und deswegen werde ich euch die Hüte auch verlinken. Und da fällt mir ein, ihr kriegt sogar einen Rabattcode, wenn ihr dort einkaufen wollt. Und zwar ist der Rabattcode Olesias Lookbook. Aber ich werde euch auf jeden Fall unten alles verlinken, da könnt ihr mal reinschauen. Jetzt war es das aber mit dem Video. Ich weiß nicht, warum ich meine Arme die ganze Zeit ausstrecke. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Ciao!